gestern Abend in der Hütte liege und mit dem ersten Vater unser fertig bin, fang ich das zweite an. Doch nach dem ersten Worte schlaf ich ein und das Gebet bleibt mir im Munde liegen. Traume sich, wie mit einem Mal die Herde in die Tiefe flüchtet. Ich lauf ihr nach und nehm ein Stein auf meine Schleuder und werf ihn nach vorn, damit die Tiere stehen bleiben. Der Stein fällt in See von Roccabruna, das Wasser siedet auf und fällt, als wär der See ein Kochtopf. Aus Dampf und Wellen ballt er sich zusammen, wie eine Wolke steigt es in See empor. Ein leuchtendes Gewand, ein weißer Arm, ein Kopf mit langem blonden Haar. Die Hexe schreit auf, die Felsenhexe. Doch nein, so schön kann eine Hexe doch nicht sein. Und plötzlich wird der wilde See kommt übers Wasser her und auf mich zu. Sie war so schön, ich kann dir's nicht beschreiben. Und wie sie ging, da neigten sich die Bäume, da dufteten die Blumen stärker und die Vögel sangen, nie gehört. Es war ein Jubel, dass die Berge dröhnten und dass die ganze Welt zu füllen schien. Und die Erscheinung lächelte und kam zu mir ganz nah heran. Da kniet ich vor ihr nieder und sprach mein zweites Vater unser nun zu Ende. Nun weiß ich auch, wer die Erscheinung war. Die Mutter Gottes kam zu mir im Traum, um mir zu sagen, dass der liebe Gott mir Beut und Glück bescheren wird.